Wir haben eigene Firma und unser eigener Sohn soll da hinausgeschmissen werden, wegen irgend so einem fremden Kerl. Komm, 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 Mama, du den Dengler nicht beleidigen. Sonst schmeißt dich der Papa womöglich auch noch raus. Ich habe nichts von hinausschmeißen gesagt. Der Willi hat selbst mit seiner maßlosen Heftigkeit die Dinge in dieser Form auf die Spitze getrieben. Du hast gesagt, du wolltest Konsequenzen ziehen. Das ist für mich genauso wie ihn rausschmiss. Und ehe ich mich rausschmeiße. Das ist eben nicht dasselbe, du Narr. Hey, Karl, was tust du dann den Bub so beleidigen? Schließlich ist er ja ein erwachsener Mann. Ja, wenn der erwachsene Bub nicht weiß, was Konsequenzen ziehen heißt. Ich ziehe die Konsequenzen, das sagt jeder vernünftige Mensch heutzutage, der gar nichts tun will, aber irgendwas sagen muss, um dem Gegner erst einmal das Maul zu stopfen. Ach, komm, 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 Papa, du willst dich da jetzt bloß rausreden. Ja, genau das wollte ich tun, aber der Willi hat mir ja alles verdorben mit seiner pathetischen Erklärung. Entweder ich oder der Dengler. Wo gibt's denn sowas? Wenn der Dengler den Willi auch so beleidigt? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, Mama, dass man Beleidigungen bloß durch Gegenbeleidigungen erledigen kann. Es gibt andere Methoden, um mit so Kerle fertig zu werden, ohne dass man auf denen ihr Niveau runtersteigt. Ja, ja, man steigt noch tiefer, krabbelt vorhin auf den Bauch. Der Kunde hat immer recht, wie die Sprüche halt heißen. Warum soll der Kunde dann nicht immer recht haben? Wie viele Leute gibt es denn überhaupt, die bereit sind zuzugeben, dass sie Unrecht haben? Vielleicht einen unter tausend. Ja, soll ich ausgerechnet bei meinem größten Kunde vermuten, dass er einer von denen tausend ist? Wenn man eine Firma über Wasser halten muss, ist das ein bisschen zu riskant, mein Lieber. Also ich bestehe jedenfalls darauf, dass der Willi in die Firma zurückgeht. Das wäre ja lächerlich, wenn man die eigenen Kinder aus der eigenen Firma rausschmeißt. Und überhaupt, wie würde ich dastehen vor der Frau Eisenberg und der Frau Forkenbeck, wenn das bekannt wäre, Date? Oh Mama, das ist sehr lieb von dir. Aber das ist eine prinzipielle Frage. Ich habe gesagt, ich oder der Dengler. Da dabei muss ich bleiben. Bitte, bitte. Der junge Herr beliebt nicht nur Blödsinn zu machen, sondern diesem Blödsinn auch durch Heranziehung von Prinzipien ein weltanschauliches Relief zu geben. Damit kannst du vielleicht in der Politik die Leute dumm machen, aber nicht in der Wirtschaft. Ihr redet doch alle beide kariert. Ihr müsst doch ehrlich zugeben, dass der größte Blödsinn das wäre, wenn der Willi womöglich arbeitslos wäre und ihr schon so ein fremder Kerl verdient, dem sei schon Geld. Auf unsere Kosten. Da könnt ihr zwei dann nicht einmal ein bisschen logisch denken, auch wenn ihr bloß Männer seid. Das müsst doch zu machen sein.